Haben wir keine Kuchengabel? Ist doch egal. Nein, ich schau mal schnell. Mama. Oder? Brauchst du Kuchengabeln? Ich weiß nicht, nein. Jetzt sag doch mal was. Ja, was denn? Einfach, was dir durch den Kopf geht? Ja. Also, es ist schon eine seltsame Situation. Es ist so viel Zeit vergangen, Barbara, seit wir uns das letzte Mal Bitte. Gesehen haben. Nennen Sie mich nicht Barbara, ich heiße Silvia. Gut. Silvia. Warum siehst du mich? Ich kann doch einen wildfremden Mann nicht einfach duzen. Ihr beide wart früher mein Paar und seid meine Eltern. Tut mir leid, aber ich erinnere mich wirklich nicht. Es ist okay. Jetzt vielleicht noch nicht. Aber Papa ist extra hergekommen, damit du dich wieder erinnerst. Ihr beide, ihr unterhaltet euch jetzt mal ein bisschen über früher, wie das so war damals. Ich lasse euch mal lieber alleine. Ich verstehe das nicht. Er hat sich doch gut gefühlt mit der Misteltherapie. Nein, nein, er hat sich vor allem gut gefühlt. Wegen der Opiate, die seine Schmerzen bekämpft haben. Ja, aber er war fit. Er hatte Pläne mit Sizilien und... Er wollte einfach bis zuletzt am Leben teilnehmen. Ihr Freund wusste, wie es um ihn steht. Und er hat sich diesem Schicksal tapfer gestellt. Aber es war ein aussichtsloser Kampf, ob mit oder ohne Misteltherapie. Das sagen Sie doch nur, weil Sie selber nicht weiter wissen. Wie kommen Sie denn darauf? Durch uns Krebspatienten wird Ihnen doch erst klargemacht, wie wenig Sie eigentlich können. Und wenn dann einer sagt, er macht diesen ganzen Medizinzirkus nicht mehr mit, dann heißt es nur, tja, selber schuld, wenn Sie sterben. Gut, Frau Tarasch, ich gehe jetzt. Wenn Sie was brauchen, dann sagen Sie Bescheid, ja? Ich bin jederzeit erreichbar. Danke. Der Herr Meier bekommt ein Sondermenü. Ich weiß, er ist Diabetiker. Genau. Und bei Frau Wenzel müssen wir die Laktoseintoleranz berücksichtigen. Ich rede noch mit Herrn Konopka. Mhm. Frau Felder, was kann ich für Sie tun? Ist Post für mich angekommen? Ich schau mal nach. Ich dachte, Sie wollten abreisen. Warum sollte ich? Nee, tut mir leid, nichts dabei. Das Hotel ist sehr angenehm. Das Personal ist nett. Und ich kann meinen Mann sehen. Es ist schön, einfach mal wieder Zeit mit Nils zu verbringen. Ihre Ehe ist schon lange am Ende. Sie werden demnächst geschieden. Tja, da kann man ja immer noch einen Rückzieher machen. Es heißt doch nicht umsonst, in guten wie in schlechten Tagen. Und es sieht so aus, als hätten Nils und ich die schlechten Tage hinter uns gebracht. Sowas nennt man Wunschdenken. Das war übrigens auch die Frau, die sich schon im Fitnessraum an Nils rangeschmissen hat. Hab ich mir fast schon gedacht. Rosalie,
Sag mal, du hast das nicht zufällig gewusst, oder? Was denn? Dass Sonja Felder und Nils Heinemann verheiratet sind. Hm? Die beiden sind verheiratet? Das heißt, es ist reiner Zufall, dass du ausgerechnet sie als unsere Geschäftspartnerin vorgeschlagen und hierher geholt hast? Sonja und ich, wir sind zwar sowas Ähnliches wie Freunde, aber wir unterhalten uns nicht über Privates, weißt du? Es geht um Mode und die Szene und den geschäftlichen Kontakt habe ich hergestellt, weil ich dachte, dass sie die Richtige ist. Damit sie mir an den Kopf wirft, ich sei zu unglamourös für eine Designerin. Das tut mir leid, Emma, aber ich hole sie doch nicht hierher, damit sie die Beziehung deiner besten Freundin torpediert. Ehrlich, ich hatte keine Ahnung. Gut. Ich wollte ja nur Klarheit. Also komm, Emma, lass uns das Thema vergessen. Wir haben etwas viel Wichtigeres zu besprechen. Wir beide haben morgen Mittag einen Termin in München. Bei Leisinger. Bei Leisinger? Mhm. Das ist die Top-Boutique für richtig schicke Landhausmode. Genau. Und wenn wir es schaffen, die ins Boot zu kriegen, dann kann unser Dirndl-Unternehmen so richtig Fahrt aufnehmen. Ich kann morgen Mittag nicht. Wieso? Ich muss arbeiten. Ach was. Sag, können wir den Termin nicht vielleicht verschieben? Auf nächste Woche. Dann hätte ich noch genug Zeit, um eine Kollegin zu bitten, für mich einzuspringen. Emma, wer sitzt denn vor dir? Hm? Meine Schwester? Oh. Meine Geschäftspartnerin? Die Lebensgefährtin des 50-prozentigen Anteileigners? Ich sag Felix einfach, dass du frei brauchst und damit ist die Sache geritzt. Moment mal. Heute Morgen hat es noch ganz anders aus deinem Mund geklungen. Ja, da war ich ein wenig ruppig, weil ich wollte, dass wir Felix schlafen lassen. Aber das ist doch klar, dass du hier auch gewisse Privilegien hast, hm? Ja, aber die müssen wir ja nicht unbedingt ausnutzen. Ich habe viel über Krebs gelesen. Es gibt keine zwei Fälle, die man vergleichen kann. Dann hast du sicher auch gelesen, wie viele Fälle von der sogenannten Schulmedizin einfach aufgegeben worden sind. Und da ist es völlig verständlich, dass man in so einer Situation alles versucht, was es an alternativen Verfahren gibt. Ja, wenn es was bringt. Aber es hat nichts gebracht. Doch. Die Mysterie-Therapie hat ihm ein ganzes Jahr geschenkt. Hätte er weiter diesen Weißkitteln vertraut, wäre er doch schon viel früher gestorben. Du hast aber viel mehr Zeit. Viel mehr Zeit als nur ein Jahr, Victoria. Du hast ein ganzes Leben. Die Misteln, die werden dich nicht heilen. Die zerstören keine Krebszellen. Aber die Chemos helfen mir doch auch nicht. Im Gegenteil. Schau doch an, was sie aus mir gemacht haben. Okay, ich verstehe dich. Aber bitte, versuch mich auch zu verstehen. Mach die Knochenmarktransplantation. Mir wird schon schlecht, wenn ich ein Krankenhaus nur von außen sehe. Dann suchen wir ein anderes. Wo es dir besser gefällt. Wo es mir besser gefällt? Ja. Felix, diese Kill-All-Chemo tötet alles hier in mir drin. Alles. Kein Mensch weiß, ob es irgendwas bringt. Darum geht's. Und ich muss besser gefallen. Bitte warte. Warte, überleg's dir noch mal. Was meinst du, warum ich aus dem Krankenhaus abgehauen bin? Es gibt Entscheidungen, die trifft man allein. Ganz allein. Es ist einiges schiefgelaufen. Kann man so sagen. Aber ich hoffe, wir können das alles wieder in Ordnung bringen. Xaver hat mir erzählt, wie du dich von deiner Frau anmachen lässt. Jetzt willst du so tun, als wenn nichts passiert wäre. Ich koche heute Abend für dich und wir reden in Ruhe über alles. Bitte sag ja. Es gibt Scampi im Brickteig und... Super. Und als Überraschungsgast kommt Sonja. Sie hat mir unter die Nase gerieben, wie schön es ist, Zeit mit ihrem Mann zu verbringen. Was kann ich dafür, wenn sie sich hier einlistet? Du hättest ihr wenigstens eine klare Ansage machen können. Hab ich doch.
Sie weiß, dass zwischen uns nichts mehr läuft. Scheint sie aber irgendwie anders verstanden zu haben. Sie ist der Meinung, dass eure Ehe noch lange nicht am Ende ist. Das ist sie aber. Wenn es so wäre, dann hättest du mir ruhig davon erzählen können. Marie, jeder macht mal Fehler. Ich habe auch akzeptiert, dass du früher mal mit Xaver zusammen warst. Wir waren aber nicht verheiratet. Ich würde gerne für heute Abend einen Tisch reservieren. Wir sind ausgebucht. Aber vielleicht möchten Sie ja bei Ihrem Göttergatten speisen. Es gibt Scampi in Brickteig und... Was war das noch? Tabouli. Lecker. Na du? Ich hab dir eine schöne Kürbiscremesuppe mitgebracht. Danke. Was macht denn dein Rücken? Passt schon. So sieht's aber nicht aus. Hildegard, komm, setz dich einmal jetzt mal. Deine Schwester hat angerufen. Die Käthe? Ja. Ach, von der habe ich ja lange nichts mehr gehört. Wie geht's ihr denn? Ja, sie liegt im Krankenhaus. Um Gottes Willen, die hat's doch nicht im Herzen. Nein, nein, sie hat sich das Bein gebrochen. Mei, wie hat sie denn das nun schon wieder angestellt? Also, soweit ich sie am Telefon verstanden habe, ist sie vor ihrem Haus auf dem vereisten Gehweg ausgerutscht. Und da geht sowas ganz schnell. Aber es ist kein komplizierter Bruch. Sie hat gesagt, sie kriegt einen Gehgips und darf morgen schon wieder aus dem Krankenhaus. Sie weiß nur nicht, wie es die nächsten Tage zurechtkommen soll. Die kann sich nicht versorgen und die kann nicht alleine einkaufen. Ja, ich glaube, es wäre ja wirklich eine große Hilfe, wenn du zu ihr nach Lübeck fahren würdest. Ich? Ja? Ich kann dich doch jetzt nicht allein lassen. Ja, ich bin doch nicht allein. Die Marie und die Emma, die würden schon dafür sorgen, dass ich nicht verhungern muss. Und wenn es hart auf hart kommt, also eine Brotzeit kann ich mir selber auch noch richten. Komm, du hättest doch hier keine ruhige Minute. Na, sorgen würde ich mich schon. Eben. Also gib dir einen Ruck und fahr hin zu ihr. Aber nur, wenn du mir versprichst, dass du dich schonst. Und dass du deinen Hexenschuss richtig auskurierst. Ja, aber selbstverständlich. Ich setz doch nicht meine Gesundheit aufs Spiel.